Nach der Open-Air-Saison in der Freilichtbühne an der Zitadelle Spandau verlagert sich das Programmangebot nun wieder in das Kulturhaus Spandau, worauf hier nun ein kleiner Ausblick folgt. Und mein Team im Kulturhaus, Frau Richter und Frau Grosch, haben das wieder in hervorragender Arbeit, weil Sie müssen sich immer wieder vorstellen, dieses ist ein Nebenprodukt, diese Freilichtbühne, das wir immer noch am Netz haben und zusätzlich machen. Eigentlich sind die Damen verantwortlich für das Programm, das umfangreiche Programm hier im Kulturhaus, aber sie haben von mir vor einigen Jahren mal den Auftrag bekommen, auch diese Bühne wieder auf den Markt zu bringen und haben das auch in hervorragender Weise in den letzten Jahren dann gestaltet und wir können uns mit dem Programm auf der Freilichtbühne sehen lassen. Des Weiteren wollen wir Ihnen eine kleine Vorausschau geben für das Herbstprogramm, so kann man es sagen, des Kulturhauses. Und das ist ja auch immer sehr umfangreich und mittlerweile auch anerkannt. Ja, die Freilichtbühnensaison ist am letzten Wochenende bei schönstem Sommerwetter, Spätsommerwetter, zu Ende gegangen. Wir hatten tolle Gäste, wir hatten tolle Künstler dieses Jahr da, die unseren Gästen ein hervorragendes Programm geboten haben, vor allem bei Umsonst und Draußen sonntagsvormittags war es wirklich brechend voll. Ich danke unseren Gästen ganz herzlich, ohne die das überhaupt nicht möglich wäre, so ein Programm zu machen. Wir haben auch Tipps bekommen, die wir umgesetzt haben für unser Programm, die gut angenommen wurden. Geben Sie uns weiter Tipps, wenn Sie was Spannendes sehen. Das interessiert mich immer. Im Winterhalbjahr geht der Fokus wieder auf das Kulturhaus, auf unseren Theatersaal hauptsächlich, aber auch auf die Konzerte im gotischen Saal. Im Theater zeigen wir wieder einen bunten Mix, wo auch das Theater wieder seinen Platz findet. Das ist ja in der Freilichtbühne schwierig. Im Kulturhaus haben wir natürlich das Magma-Theater dabei mit Kuck oder der Weltuntergang. Wir haben Nicht in jeder Kiste liegt eine Leiche mit der Privattheatergesellschaft Elektra. Status wird spielen und Theatergruppe Fix und Fertig von der Volkshochschule. Wir haben natürlich wieder Comedy im Programm mit Sascha Grammel an erster Stelle, aber auch Boris Delia wird dabei sein. Wir zeigen ein Heinz-Rühmann-Abend, verschiedene Konzerte von unseren monatlichen Operetten, über Schlagerkonzerte, die jetzt schon auch für Dezember ausverkauft sind. Das nächste, für das ich noch Karten habe, ist Pfingstmontag nächstes Jahr in der Freilichtbühne. Wir haben aber auch mehrere Gitarrenkonzerte im Programm, kleine, feine Kleinkunstmischungen aus Theater und Musik. Schauen Sie gerne in unsere Flyer, es gibt die Übersicht bis Ende Januar schon komplett und natürlich unsere altbewährten Monatsflyer, wo Sie auch Texte und Bilder zu allen Veranstaltungen finden. Unser Kinderprogramm wird auch weitergehen. Wir haben auch dafür wieder einen extra Flyer, Kinder- und Familienprogramm im Kulturhaus. Da zeigen wir vor allem im Vormittagsbereich, meistens donnerstags, teilweise auch zweimal die Woche, Kinderkonzerte, Kindertheater, Clownerie, Zauberei. Und einmal im Monat bieten wir sonntags nachmittags auch ein Familienprogramm an, wo dann auch die Eltern eben Zeit finden können, mit den Kindern zu kommen. Da hauptsächlich Clownerie oder Zauberei. Was gibt es sonst noch Neues im Kulturhaus? Unser Kundenbüro wird hervorragend angenommen. Das ist jetzt barrierefrei. Darauf sind wir sehr stolz, sodass auch gehbehinderte Menschen einfach zu uns reinkommen können. Es einen extra Empfangsbereich gibt, wo wir dann auch Zeit und Muße für sie haben. Ein bisschen weniger wuselig, als es bisher war. Wir haben im Theater einiges repariert und in Ordnung gebracht und wir haben vor allem seit Mitte des Jahres auch eine neue Website, die die Freilichtbühne und das Kulturhaus verbindet, zu erreichen unter kulturhaus-spandau.de oder gleichermaßen über Freilichtbühne mit UE natürlich, -spandau.de, auf der Sie einen Eventkalender finden, sich auch einzelne Rubriken anzeigen lassen können, zum Beispiel nur Theater oder nur Konzerte, was immer Sie interessiert. Auf der Sie eine Bildergalerie finden, wo wir Eindrücke von unserer Arbeit vermitteln möchten, wo Sie auch Bilder aus der vergangenen Saison finden und auch Bilder vom Team des Kulturhauses, damit Sie immer wissen, wen Sie ansprechen können. Sie können jederzeit Wünsche äußern, Kritik üben. Wir sind immer für Sie da, jederzeit ansprechbar. Das Büro ist montags bis freitags 9 bis 15 Uhr geöffnet. Karten können Sie außerhalb dieser Zeit aber auch in unserem neuen Online-Shop auf dieser eben genannten Website erwerben. Der Kartenverkauf über die Website läuft mit Ticketscript seit Juni diesen Jahres und ist mit über 1000 verkauften Karten ganz hervorragend angenommen worden. Ich freue mich, wenn Sie uns oft besuchen. Sagen Sie uns, was Ihnen gefällt, was Ihnen nicht gefallen hat, damit wir wissen, was wir für Sie tun können. Und kommen Sie möglichst oft ins Kulturhaus Spandau. Ich habe zwei Sachen zu verkünden, die anstehen. Eine ganz nah, nur für unser Theater, Magma Theater Spandau, deren Vorsitzender ich bin und in dem Stück auch die Regieführer. Wir haben am 4.11. Premiere mit Guck
oder Der Weltuntergang. Ist ein ganz interessantes Stück aus den 30er Jahren von einem Autor, den ganz wenige kennen, aber die, die ihn kennen, sind begeistert. Thema ist, die Erde ist krank. Und nun stellen Sie sich mal vor, die hat Menschen. Dadurch infiziert sie aber ihre Planetenkollegen und bringt alle aus dem Takt. Dann ist die Sonne natürlich sauer. Und sie beschließen, den Kometen Konrad zur Erde zu schicken und die mal richtig durchzurütteln, sodass wenigstens diese Menschen abfallen von der Erde. Das belauscht der Professor Guck und sieht es durch sein Fernrohr und rennt sofort los zu den Menschen und sagt ihnen, Leute, die Menschheit wird untergehen, ihr müsst was machen, die Menschheit geht unter. Das macht er 11 Bilder lang, aber keiner hört ihm zu. Wie das Ganze ausgeht, kommen sie es sich anschauen, machen sie Werbung dafür. Es ist eine sehr kleine, aber schöne Geschichte, die in diese Zeiten passt, wie die Faust aufs Auge. Also wenn man diese 11 Bilderchen sich anschaut, findet man vieles wieder, was man zurzeit auch jeden Abend in der Tagesschau, Abendschau, heute oder sonst wo sieht. Es ist erschreckend, die Parallelen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben gerade eben das Programm der Freilichtbühne im Nachgang einmal erläutert und haben auch einen Blick in die Zukunft getan. Das Kulturhaus Spandau hier im Zentrum der Stadt platzt aus allen Nähten. Die Angebote sind nachgefragt wie eh und je und wir wissen nicht mehr, wo wir die ganzen Veranstaltungen unterbringen können. Und so muss es Überlegungen geben, wie die Stadt Spandau sich weiterentwickelt im Kulturbereich. Und so gibt es Überlegungen in meinem Hause, dass man das Kulturhaus auf diesem Stand, an diesem Standort dann auch erweitert. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten 5 Jahren es hinbekommen, zumindest den Parkplatz dann zu überbauen, damit man Möglichkeiten hat, das umfangreiche Kulturangebot, was sich in den letzten Jahren hier etabliert hat, dann auch anzubieten. Denn der Theatersaal, den wir hier haben mit 150 Plätzen, ist natürlich zu klein. Und die Nachfrage ist riesengroß nach Möglichkeiten, hier ein Angebot zu machen. Des Weiteren werden wir auch das Kulturangebot in der Altstadt in den nächsten Jahren verändern und verbessern können. Es werden Ateliers aller Wahrscheinlichkeit hier in der Altstadt ein neues Domizil finden, wo wir Künstlern aus aller Welt, aus allen Herrgottsländern hier ein Domizil, ein Atelier anbieten können, um dass wir hier in Spandau eine neue Kulturszene haben werden.